Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer nigelnagelneuen Folge von Minecraft Psionic Abyss. Und ja, Moment, F5, so. Ich muss mal ganz kurz was zeigen, was ich offscreen gemacht habe. Das ist nicht viel, aber etwas, wo ich sagte, dass ich machen werde. Haha, ihr seht, hier ist ein kleiner schöner Screen und der zeigt das Bild der Welt, in die wir reingehen. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, wie kann das denn sein? Das ist natürlich keine Live-Vorschau aus der Welt, sondern dieser Screen kann auf imager.com zugreifen und da auf bestimmte Bilder, die man sich daraus wählt. Und da habe ich einfach natürlich selber ein Bild hochgeladen von der Welt und jetzt zeigt ihr das hier an. Super, ne? Habe ich auch schön genannt, Redstone. Man gleich weiß, was einen da erwartet. Und das werde ich auch mit den anderen machen. Werde ich aber natürlich nicht onscreen machen. Ich werde mal die Musik ein bisschen leiser machen. So. Sondern das werde ich natürlich auch screen weitermachen, weil das ist ziemlich umgefummelt. Ich muss das Bild hochladen. Screenshots habe ich schon gemacht von jeder Welt. Die muss ich ja noch bearbeiten, dann hochladen und dann da eingeben. Das ist, glaube ich, nicht so toll hier mit aufzunehmen. Stattdessen gucken wir mal, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben ja hier den Import daran geklatscht. Das ist auch nicht schlecht. Der kann dann alles verarbeiten. Und damit sollte das hier eigentlich soweit fertig sein. Was wir aber machen werden, ist das hier mal austauschen. Ach, deswegen habe ich hier noch die Dinge im Inventar. Die kann mal raus. Der rein. Zombie. Und dann hätte ich gerne Enderman. So, läuft, glaube ich. Ja, da kommen die Enderperlen. Der kann jetzt erstmal arbeiten. Und dass wir Enderperlen wieder mal kriegen. Machen wir mal weg. Genau, hier ist der Screen. Den sieht man hier. Nein, das ist er. So wird er hergestellt. Hier ein paar Stoneburn-Dinger. Man hier in dem komischen Ding macht, Ender-Chart. Hört man so her. Einfach hier ein Glas zerstören. Und dann kriegt man diese Charts. Und ja, was sollten wir noch machen? Wir wollten dafür sorgen, dass das da unten läuft irgendwie. Da muss ich mir nur was überlegen, wie ich das dann anstelle. Ah, warte. Anfang können wir schon mal machen. Auf jeden Fall brauchen wir ein Network Transmitter. Gucken wir mal. Mach dieses Lied ist schön. Ich weiß schon, warum Gronkh das benutzt. Den Titel muss ich echt mal ändern. Weil eigentlich heißt es Poison Blade und der Song Stern. Na, bist gleich fertig. Ist echt schade, dass man immer einen nur machen kann. Ich frage mich, wozu das hier ist. Ach, vielleicht diese Erweiterung, dass man, dass es weiter wirkt. Also der Radius größer ist. Network. Den haben wir schon mal. Dann brauchen wir. Warte. Nein. Geh mal weg. Ja, wir brauchen den Receiver noch. Muss er natürlich erst wieder arbeiten. Aber es geht doch einigermaßen schnell, muss ich sagen. Muss noch die drei herstellen. Kann jemand einen Schluck trinken? So. Dann nochmal. Start. Und das.
Und dann brauchen wir nur noch den hier. Da haben wir ihn. So. Den können wir schon mal hinstellen. Stelle ich jetzt aber unten hin. Mal so. Wo ist denn? Oh. Da. Gott, gerade nicht gesehen. Da, mal wieder Licht machen. Nicht, dass hier irgendein Zeug spawnt. Das wollen wir ja nicht. So. Dann muss ich mal gucken, ob wir hier. Haben wir hier eine Power Cell drin? Nein. Jetzt müssen wir auch noch eine herstellen. Ohne das haben wir keinen Saft. Was? Moment. Okay, der Paragon spielt Smile Game Builder. Okay, was immer das ist. Er spielt es auf jeden Fall. Ganz toll. Davon ein. Hiervon kann ich, wenn wir mehrere brauchen. Beziehungsweise nein, wir brauchen gar keine. Na gut, das habe ich aber hergestellt. Jetzt kann ich das auch infusen. Und warum brauchen wir keine? Weil eigentlich. Ach, hier ist noch unser Dings drin. Der hier wurde irgendwie komischerweise gelöscht. Ich weiß nicht, wo dann ich den verloren habe. Okay, da ist ein Target Set. Rein. Warum brauchen wir keine? Wir haben doch hier welche drauf. Können wir doch einfach so machen. Oder auch nicht. Wir setzen den mal auf Output. Dann können wir so machen. Dann so oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie wird es da jetzt linkt? Ich habe nicht drauf geachtet, wann er anfängt zu leuchten. Den packen wir dann hier unten rein. ...22 Blocks weit ist das entfernt. Okay. Dann sollte der jetzt da hinten leuchten und an sein. Ja. Perfekt. So. Ich mache erstmal. Ton auf meinen Ohren laut. Leiser. Nicht lauter. So. Was brauchen wir noch? Ist jetzt die Frage. Wir brauchen so ein Interface, glaube ich. Haben wir noch eins? So. Interface. Perfekt. Glaube, den brauchen wir gar nicht. Denn wir nehmen jetzt den mal weg. Aber auch leer, ne? Kann das sein? Ja. Ja, sonst wäre ja auch alles rausgeploppt. Packen hier das. Da kann ich auch so ranpacken. Interface hin. Hier nehmen wir uns mal welche raus. Und sagen wir immer. Nein. Immer eine Enderperle exportieren. Dann machen wir das hier mal kurz weg. Nee, das funktioniert so nicht. Mal weg. So, die nehmen wir raus. Ach nein, warum läuft denn weg? Stellen wir nur das rauf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So.
Eine Enderperle exportieren. Ja, das erkennt er leider nicht. Mist. Ich dachte, er erkennt dann, dass da immer eine drin ist. Können wir das mit irgendwas anderem machen vielleicht? Nein, Detektor. Dum-dum-dum. Ich glaube nicht. Das Problem ist, der Hopper der macht es sofort immer da rein, ohne dass er checkt, dass da schon was drin ist. Wäre schön gewesen, wenn das Interface das erkennen würde. Aber der kann, wenn ich außer vom Hopper nicht akzeptieren. Können aber mal versuchen. Es gibt doch diesen Detektor. Mal gucken, wie der arbeitet. Vielleicht kriegen wir es da mit hin. Wo ist er? Da. Okay, wir brauchen einiges. Moment. Machen wir mal anders. Da. Detektor. Hingestellt, die machen wir mal kurz da rein. Sonst müssen wir es doch wieder mit dem Hopper machen. Aber ich wollte jetzt so machen, dass da immer eine Enderperle drin ist. Wir kriegen genug durch die Farm. Das sollte kein Problem sein. Ja, voll. Dann fangen wir oben an. So, kann er einen Detektor herstellen. Mal gucken, ob das klappt mit dem. Wie gesagt, ich habe mir das vorher nicht überlegt. Das überlege ich mir jetzt während dem hier. Wir brauchen noch ein Rezept für das andere Ding. Ein Comparator. So. Weil wenn das klappt mit dem Detektor, dann brauchen wir den öfter. Aber wie gesagt, erst wenn das klappt. Start. Hoffentlich klappt das. Wie gesagt, noch nicht wieder arbeitet. Ob wir das hier überhaupt platzieren können. Ist ja überall Redstone drumherum, das ist das Problem. Ich setze ihn erstmal hier hin. Das verbindet sich natürlich gleich noch da. Detektor. In der Perle. Okay. Mit Signal on Amount. Das würde funktionieren. Das Problem ist nur. Wir können das so nicht hinbauen. Weil hier unten darf er das natürlich nicht machen. Das Signal abgeben. Aber was funktionieren könnte, wäre, wenn wir den hier hinsetzen. Den Hopper. Dann machen wir hier eine Enderperle rein. Auf 1. Den da drauf. Auch hier jeweils immer einen. Ja, schade. Funktioniert so doch nicht. Mist. Das ist schade. Aber dann muss ich doch wieder mit dem Timer arbeiten. Seht, das bringt nichts. Da kommt jetzt ja alles da rein. Das ist echt schade. Ich hätte gerne mit dem das so hingekriegt.
Dass er immer einen hier drin hält. Das kriege ich so nicht hin, weil er sich hier überall mit dem Redstone verbinden würde. Das ist Mist. Blicker doch mal irgendwas anderes gibt, was wir benutzen könnten. Aber ich glaube nicht. Einzige Möglichkeit wäre, wenn wir da noch dazwischen bauen würden. Mal gucken, ob das funktioniert, aber ich glaube. Huch, wo ist er? Da drin. Doch das Crate dazwischen machen. Das muss. Nein! Verdammt. Oh, der funktioniert trotzdem. Ne, muss ich neu verlinken wahrscheinlich. Toll. Ach nee, das ist auch das Interface. Mensch. Sind beide da drin? Ja. Der muss schon da bleiben. Aber den muss ich dann neu verlinken. Toll. So, wenn ich jetzt so mache. Hier kommt das Crate hin. Da mache ich den Detektor ran. Gib mal ganz kurz einen Block hier. Der muss dahin. Eine Perle, Amount 1. Dann gibt den Signal aus. Dieses Signal müssen wir abfangen und an den Hopperino leiten. Bräuchten wir noch Redstone. Können wir gleich den Network-Dings gleich mal wieder starten. Also wenn man den abbaut und dann die gleiche Stelle setzt, bringt das nichts, wie es aussieht. Mal gucken, ob er jetzt an ist. Und hier erstmal Redstone. Mal gucken, wie das funktioniert. Ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Na, erstmal hier. Da, hier, so. Nee, das Problem ist. Der Hopper. Ach nein, ich leite das Signal ja an den Hopper, deswegen. Okay, der funktioniert auf jeden Fall. Das heißt. Jetzt wieder dahin machen. Na. Wieder eine Enderperle. Der arbeitet nicht, er kennt das. Er kann da nicht reinmachen, okay. Ja, das klingt jetzt pervers. Müssten wir noch eine Station, aber das ist ja ganz dumm. Der kann auch, und auch auf. Ja. Only work with Redstone Signal. Ah, das wäre so schön, wenn ich hier den hinsetzen könnte.
den Detektor. Das mal so. Nehmen hier mal dieses Redstone. Sind sie, glaube ich, hoffentlich nicht mit dem. Nee. Sieht nicht so aus. Testen das einfach mal. Wir legen hier. Rein. Die läuft normal durch. Okay. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt den Detektor hier vorne ran machen. So, den machen wir wieder auf 1. Dann sendet er ein Signal. Man, das ist alles kompliziert, ey. So. Dieses Signal muss jetzt wieder irgendwie zum Hopper. Ne. Nee. Hoch doof. Machen wir das so. So und so. Was hat denn das da? Dann das Interface drauf. Hier wieder 1. Ja, es funktioniert nicht. Eigentlich sollte er jetzt ein Signal senden. Okay, erkennt er das Interface da nicht? Das ist scheiße dann. Wenn es generell eh nicht erkennt. Mist. Dann ist das hier eh egal. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Gott, wir haben schon so viel Zeug hier. Und ich denke sich jetzt zwischen dein oder andere schon, mach das doch so und so und so, dann geht das auch ganz einfach. Ja. Bestimmt. Aber ich komme nicht drauf, wie. Versuch's nochmal mit dem. Aber wenn er das hier auch nicht erkennt, Moment, das testen wir jetzt einfach, ob er das hier überhaupt erkennt. Ja. So. Und noch. Ja, reicht auch hin. So. Machen wir doch mal so. Vielleicht habe ich den Mode falsch gestellt. Jetzt legen wir mal 16 rein. Und da war kein Signal. Auch nicht. Anna.
Gut. Wir gucken mal, ob er eine Chest erkennt. Ansonsten weiß ich nicht, wozu der Detektor gut sein soll. Wenn er kein Inventar scannen kann. Warum ist hier eine Spinne? Geh weg. Nix. Okay, dann frage ich mich, was für ein Signal sendest du bitte? Sendest du überhaupt ein Redstone-Signal oder sendest du irgendein anderes Signal? Dann wüsste ich aber nicht, wer das empfangen soll, weil... Was soll das Relais dafür sein? Nee, das ist eigentlich nur dafür da. An, aus. Eigentlich sollte der ein Redstone-Signal senden, soweit ich das verstanden habe. Macht aber nicht. Auf das Ding. Nö. Er will einfach nicht. So, noch was einstellen hier. Nö. Wie funktionierst du bitte, Detektor? Dann gedacht hier, oh cool, das kann ich ja benutzen. Und jetzt die Scheißkammern. Ist doch nervig, ganz ehrlich. So, guck mal. Google. Wir find. Deutsch. Die Tech. So. So, Wiki. Ja, emits redstone signal as item of load found. Matches a given amount. Okay. Geht nichts weiter dazu, nur dass er das zählt. Ja, toll. Macht aber nicht. Und dann macht er das nur bei Refined Storage. Das wäre natürlich dumm. Kann man auch mal testen. Also beim Storage-System. Wie hier zum Beispiel. Setzen wir mal hin. Hier. Ich kann ja gar keine Dings checken. Und nur das, was im System ist. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Dann können wir den nicht benutzen. Ich dachte, checkt auch die Dings ab. Gibt's da nicht was beim Modular Store? Bei F. Tools. Da gab's da auch so einen Checker irgendwie. Kann ich den ja benutzen. Weiß noch nicht, wie der heißt. Bum, 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 bum. Schöne Musik, aber... Leck mich ab. Hier vielleicht einer von den Sequenzer. Counter? Nee. Logic Gate. Inventory Checker. Gut, testen wir doch mal den Inventory Checker. Das klingt doch noch sowas. Oder? Was meint ihr? Achso. Jetzt mach ich mal so rein. Vielleicht schafft es der ja, wenn wir den jetzt hier hinsetzen. Wir sagen eben Enderperle. Lot. Ja, 0. Meta ignore, ignore. Alles okay. Warte, wir testen erstmal, ob er das überhaupt erkennt. Ja,
Er sendet ein Signal. Oh, das ist doch schön. Wo will ich denn hin damit? Ah doch, ist richtig. Ich wollte das auf den Dings senden. Das Interface, den machen wir nämlich. Redstone Signal. Bitte nur eine. So. So, der sollte jetzt deaktiviert sein. Kurz an. Ah, sind zwei drinne. Packt also mit zwei rein. Das ist klar, weil der Hauptmann das erstmal da runterbringen muss in der Zeit. Hat er kein Signal, da schafft er wohl zwei. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Und ganz ehrlich, ob da nur eine oder immer zwei drin sind, das kommt ja aufs selbe raus nachher. Auf jeden Fall läuft immer eine durch. Damit sollten wir immer Energie haben. Ja, das funktioniert so. Ach, herrlich. Es funktioniert. Nur die hier reinholen. Geht nicht Import. Ja, will ich importieren. Auf jeden Fall funktioniert es. Erstmal. Wir sollten jetzt immer noch zwei, jetzt drei drin. Toll. Kann leider nicht einstellen, wie lange er sendet. Wieder nur zwei. Also der Checkslot 0, das ist der. Bei einem. Sendet er dann nicht mehr? Moment, ich setze das mal auf 0. Mal sehen, was dann passiert. Er sendet noch. Er sendet. Sind wieder 3 drin. Okay. Wahrscheinlich schafft er schon 3. Also der hier. Interface. Ich finde es immer noch schade, dass das Interface nicht direkt dort reinpacken kann. Oder? Wir können ja mal was testen. Nein, können wir gerade nicht, weil wir voll sind. So. Aber das sollte eigentlich nicht funktionieren. Weil das ist ja ein Kabel, keine Pipe. Nein, verbindet sich nicht. Aber ein Test war es wert. So. Wieder den hin. Gut, wir haben eine noch drin. Wenn er die wegnimmt. Haben wir wieder 3. Okay, also. Das liegt aber daran, wie gesagt. Interface ist so schnell, der Hopper auch. Oder das, der Hopper ist so langsam, das Interface so schnell. Schätze ich mal. Ne, geht ja gar nicht. Das Interface soll ja immer nur einen. Exportieren. Wenn er denn kein Redstone-Signal kriegt. Genau. Aber so funktioniert es erstmal. Haben wir immer Perlen drin. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber egal. Ich meine, bei 0 funktioniert es genauso, wenn ich dann eine 1 reinmache. Hm. Wer weiß. Das hier können wir wegnehmen. Dachte ich mir, kein Platz,
aber die schleppen wir jetzt mit. Und dann ist da rein. Haben wir doch nicht mitgeschleppt. Hm, früher ging das. Hä? Ist sie ganz weg? Okay. Ist wohl doch gefährlicher als gedacht. Verschwinden wohl die Items. Oder der hier hat es aufgesammelt. Der hat es aufgesammelt. Guckt euch das an hier. Was noch überhaupt so alles einsammelt, ist echt unglaublich. So, weg. Ist weg. Den brauchen wir dann auch nicht. Die auch nicht mehr. Das. Oh, ich bin begeistert. Wir haben es denn gekriegt, dass wir jetzt ständig Energie kriegen. Müssen wir nur mal gucken, wie viel Enderperlen wir jetzt haben. 839. Müssen wir nur gucken, ob wir mehr im Enderperlen kriegen oder das runtergeht. Also unsere Farm lang zu langsam ist. Ja, 841. Ich glaube, es geht hoch. Ja, 42. Ja, die Farm scheint schneller zu sein als... Ne? Ja, wieder 42. Zumindest gleicht es sich ziemlich auf. Gar nicht mal so schlecht ist. Was hier eigentlich? Ach, die Lavender fehlt. Mal auch eine 45. Also es ist ein Tick schneller. Ja, ein Tick schneller. Wir kriegen ganz langsam mehr Enderperlen. Das heißt, das ist super. Ne, bau, bau. Amy-Line. Ja, Amy, du findest das auch toll, ne? Ja. Komm her, kriegst du was. Oh. Lecker. So. Na gut. Dann würde ich jetzt Schluss machen. Wir sehen uns dann nachher in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Abend. Tschüss.